Vale, 2011, Radio Rasa. Ein Interview mit Christian Heidecker, amtierender Kantonsratspräsident vom Kanton Schaffhausen und Kandidat für den Ständerat in 100 Tagen. Ich war im Jahr 2003 schon knapp der Nationalratswahlen gewesen, dort allerdings quasi als Sekundant vom Geri Büro, der ja klar der Spitzenkandidat war. Und meine Aufgabe war dort eigentlich, ihn zu unterstützen, und das ist mir dort auch, glaube ich, gut gelungen. Ich habe Christian Heidecker gefragt, warum man denn genau ihn wählen soll. Ich bin seit dem Jahr 2001 im Kantonsrat, also jetzt gut über 10 Jahre. Und bin dort für diese 10 Jahre 8 Jahre lang in der Geschäftsprüfungskommission gewesen, 2 Jahre davor Präsident. Und jetzt im laufenden Jahr 2011 bin ich der Kantonsratspräsident, und das ist ein sehr schönes Amt. Es ist zwar mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden, man muss all die Sitzungen vorbereiten vom Kantonsrat und hat natürlich auch sehr viele Einladungen an verschiedenste Anlässe, aber ich mache das sehr gern und vertritt und repräsentiert den Kantonsrat sehr gerne in der Bevölkerung. Wie gesagt, ich bin schon 10 Jahre in der kantonalen Politik tätig, und da ist es eigentlich normal, dass man dann auch mal ein bisschen nach Bern schielt. Wie gesagt, meine Sporen bei den Nationalratswahlen habe ich eigentlich schon abverdient im Jahr 2003. Und darum ist für mich eigentlich jetzt naheliegend, dass ich für den Ständerat kandidiere. Kommt dazu, dass ich in den 8 Jahren, wo ich in der Geschäftsprüfungskommission war, sehr eng mit der Regierung zusammengearbeitet habe und gut zusammengearbeitet habe. Und der Ständerat ist auch ein bisschen das Bindeglied zwischen der Eidgenossenschaft und den Kantonen. Und dann kommt das Argument von der ungeteilten Standesstimme. In einem kleinen Kanton, der muss sich Gehör verschaffen. Und Gehör verschaffen kann man sich natürlich vor allem dann, wenn man eben gleicher Meinung ist und einheitlich am gleichen Strick zieht. Und das ist sicher einfacher, wenn die beiden Politiker, die beiden Ständeräte quasi aus dem gleichen Stall kommen, wenn man das so darf sagen. Seit Dester Büro nicht mehr für den Ständerat kandidiert, gibt es ja fast ein bisschen eine Tradition in Schaffhausen, dass der Ständerat von rein bürgerlichen Persönlichkeiten besetzt wird. Seit über 20 Jahren sind die beiden Ständeräte von Schaffhausen immer aus dem bürgerlichen Lager gekommen. Und diese Tradition würde ich selbstverständlich sehr gerne weiterführen, zusammen mit dem Hannes Germann. Wahlen 2011, Radio Rasa!